Ja, dann fangen wir einfach mal an, direkt am besten ja hier mit Diao. Okay. Kurz mal ein paar Zeilen irgendwie zu den einzelnen Sachen sagst. Ja, Dio, Holy Diver, eigentlich der Klassiker von Dio und ich denke wahrscheinlich maßgeblich für das Artwork des Spiels verantwortlich. Ist das hier irgendwie ein Maskottchen? Ist das irgendwie bekannt? Gut, Dio ist ja der Erfinder hier dieses Pommesgabel-Teufelszeichen. Nein, wirklich? Ja, ja. Ach, das sind die Erfinder von. Ja, Dio. Ah. Dio ist ja Ronnie James Dio, der ehemalige Sänger von Black Sabbath halt. Hat danach eben seine eigene Band gemacht, Dio. Und bei Black Sabbath hat schon dieses Zeichen aufgebracht und das ist so sein Maskottchen. Dieser Teufel, der taucht halt auf jedem Cover in irgendeiner Form auf. Okay. Aber das ist so der Klassiker, die erste Scheibe, Holy Diver. Denke ich mal für jeden Metal-Fan. So. Ja, ist ja schon ein bisschen populär geworden, so die Nummer. Genau. Also kann man nicht sagen. Ja, das hat er auf jeden Fall hingekriegt. So, das war nicht das Problem. Super. Andere Einflüsse hast du gerade gesagt, Judas Priest. Priest, natürlich, genau. Was genau ist da? Hier gerade wenn es um so Chrom, bisschen, Stahl, ja. Klassischen Metal geht. Irgendwie, ich komme aus Newcastle, also alte englische Stahlkultur. Auch eine der ersten Metal-Bands, denke ich mal, die Band, die tatsächlich ja, wieder Leder, Chrom, Nieten in den Metal eingebracht hat. Painkiller, der Klassiker, würde ich sagen, auch vom Artwork her. Wie gesagt, auch ja sehr nahe an dem Spiel. Ja. Und ja, auf jeden Fall Painkiller, denke ich mal, eine der Metal-Hymnen schlechthin, also der Neuzeit, wenn man mal nicht nur ständig Smoke on the Water und Paranoid hören möchte. Na, ich habe schon das Gefühl, dass auf diese beiden so sehr viel zurückgeht. Also da gehe ich davon aus, ja. Gruppen auf jeden Fall. So von dem, was ich von den Einflüssen jetzt sehe, das ist ja ist also gerade so. Gerade in Amerika ist halt Dio, Priest, Ozzy sind in Amerika halt deutlich fetter als in Deutschland halt. Also insofern denke ich mal, jetzt jeder Ami, so merkst du mal, wenn man in Amerika ist, das Einzige, was ich sonst so kann aus Deutschland, ist Scorpions, komischerweise immer noch. Aber leider. Das kennt er halt auch sehr, muss er sich dann ständig immer anhören. So. Nee, die Scorpions kommen nicht vor. Aber ich frage mich immer, Rammstein wie man mit Stahlflügeln fliegen soll. Das aber. Das bleibt ihnen überlassen. Frei, genau. Ja. Da ist hier noch was? Genau, Iced Earth, wir haben mal was aus der etwas neueren Zeit. Das ist halt vom Artwork her auch recht auffällig. Ist halt der Spawn-Zeichner, Todd McFarlane. Ah, das erkennt man auch sofort. Genau, der das ganze Cover-Artwork gemacht hat. Hat mit der Platte angefangen, seitdem sind diverse rausgekommen, aber das finde ich eigentlich immer noch so das Geilste. Ist halt natürlich auch schön so, ne? Ist ja eigentlich relativ nah ans Spawn dran, die Figur. Und ja. Ein bisschen Hölle kann ja nie schaden. Ja, ne? Hölle, Feuerketten genau, Hölle, wird Hölle. Immer gern genommen. Der Kiss ist da ja dann schon ein bisschen. Das ist ja eigentlich so der, wollte ich sagen, der gezeichnete Klassiker, wenn man jetzt mal von Molly Hatchet oder so absieht, hast du halt das Kiss Destroyer, ist natürlich immer noch so. Die Schuhe, die Schuhe. Ja. Kann man bitte mal die Schuhe? Also ich meine, alle anderen haben ja normale Schuhe, aber das hier, das sind ein paar Schlappen. Ein Kollege von mir hat die Dinger, ich habe sie mal als Hausschuhe zu Hause. Das sieht auch lustig aus. Das ist ganz geil. Aber jetzt Kiss ist ja auch so ein bisschen schon wieder kitschig, oder? Ja gut, zu der Phase, da waren sie noch richtig hart. Das war ja noch so, das ist ja 77 irgendwie, da war Kiss ja noch so der Inbegriff des Metal und der Härte irgendwie. Okay, aber er sieht aus wie eine Katze. Also ich meine, das und Metal und Härte ist ja irgendwie. Gut, das ist natürlich auch jeder wahre Kissen. Ist natürlich auch Gene Simmons-Fan und nicht Peter Criss-Fan. Ja, okay, okay. Du weißt zumindest, wie ist ja kein Wunder, dass das Merchandise von Gene Simmons sich ungefähr 80% mal mehr verkauft als alles andere, aber gut. Das ist schon scheiße, wenn du Teil der Band bist, aber nur irgendwie vom Merchandise so wenig Kohle kriegst. Ja, hätten sich ja ein besseres Make-up aussuchen können. Das ne? Stimmt, ja. Katze, nee. Stichwort ja, Motorhead natürlich genau. Die kommt auch unglaublich oft im Spiel vor. Motorhead ist, glaube ich, so das Leitmotiv. Ist ja auch, Motorhead ist ja praktisch die Übersetzung, ist ja Speedfreak, also bezieht sich natürlich auch viel auf Motorräder und sowas. Das ist ja eher so die etwas oldschooligere Rockerschiene. Das hier ist so eine Sonderedition der ersten Platte halt schön mit Chromschädel. Gibt es auch noch ein anderes Cover, steht aber irgendwo da hinten, egal, jetzt richtig schön aus Leder auch mit. Chrome-Print. Also Leder ist ja klar, dass das irgendwie dazugehört, Stahl auch, aber also Chrom, hast du schon gesagt, ist gar nicht jetzt mal so mal raus, bekannt, steht da vorne. Sondern man nimmt lieber mal so, also Chrom ist eher so ein paar... Das Leder-Cover, was da vorne steht. Genau, das habe ich ganz vergessen eben. Oh, jetzt gibt es dasselbe nochmal in Leder. Ja, jetzt könnt ihr aber, haha, das ist natürlich noch zehnmal geiler hier. Das ist ein Original-Leder-Cover und mit Chrome-Print von Motorhead. Das ist halt die Best-of-Scheibe von den Jungs. Also... Ähnlich wie die, das ist halt das Debüt, das ist halt die Best of, aber das ist natürlich noch ein bisschen geiler, weil es halt, wie gesagt, richtig schön Leder, No Remorse, das willst du mehr. Das sieht auch gut aus, weil exakt dieses, ja ich sag mal so, diese Hörner und diese ganze Schädelgeschichte aus Chrom so, die kommt im Spiel auch vor. Also ich sag mal so, da ist irgendwie dieser Gott, der einen halt zurückwirft, der irgendwie während des Rockkonzertes irgendwie lebendig wird und der sieht halt ungefähr so aus. Also nur, dass er komplett aus Chrom ist und hinten noch lauter Auspüffe sind. Also. Ich denke sicherlich, dass also das ist ja das Cover ist ja von Joe Petacchino und der hat eigentlich sämtliche Motorhead-Cover gemacht. Gibt ja auch diverse Abwandlungen. Gibt ja auch den Schädel auch als so eine rasende Eisenbahn oder. Aber der Schädel ist schon so ein Motiv. Der Schädel taucht ja einfach fast jedem Motorhead-Cover auf, wenn sie nicht gerade irgendwie ein Foto drauf haben oder so. Und da gibt es inzwischen, glaube ich, auch locker 20, 30 Varianten von halt. Ne? Also Schädel muss auf jeden Fall sein. Es sind auch eine Menge Schädel. Denke, dass sich die Jungs im Spiel sicherlich auch davon haben inspirieren lassen. Ja, hier habe ich jetzt Angst, das anzufassen, weil ich will es nicht zerkratzen. Ach. Hängen wir sowieso eher in die Wand. Okay. Kann man aber auch abspielen.
kennen die Kinder vielleicht gar nicht mehr. Das sind Picture Disc, also auf Vinyl, aber direkt mit dem Bild drauf. Natürlich der Maiden-Klassiker, Number of the Beast. Nach dem Ausstieg des Originalsängers Paul Yano kam mit der Scheibe halt so der große Durchbruch. Und natürlich vom Artwork her auch immer noch ziemlich unerreicht eigentlich. Ne? Der Teufel gern auch mal wieder genommen. Ja, hier und spielt eben natürlich, auch mit so einem kleinen Menschlein. Genau. So klein, ja, das, also, das ist eigentlich wieder der Eddie dann. Also da, genau, da hast du dann den Gag eigentlich, dass Eddie spielt mit dem Teufel und der Teufel aber wiederum auch mit Eddie. Also das ist halt das Maiden-Maskottchen natürlich auch, würde man sagen, neben dem Moderschädel so die bekannteste Trademark im Mittelalter, ne, optisch. Als du angefangen hast, sag ich mal, mit der Musik und so, haben dich diese Artworks so um das Drumherum eigentlich interessiert? Weil es ist ja dann so, ich meine, damals, da gab ja keinen Fernseher und den ganzen Mist, man hat halt dann noch mehr ja, so klar. Musik gehört. Ja, man ist tatsächlich, also früher wirklich auch durch das Artwork drauf gekommen, so die ersten Bands, die ich gehört habe, gut, das war so Sweet oder so, das war tatsächlich wegen der Musik. Moment, das will ich nochmal. Sweet, ja. Ich das war schon. Die erste? Okay. Das war so der Einstieg. Danach kam dann so Kiss irgendwie, gesagt, gut, Kiss ist aber tatsächlich dann schon so durch das Cover-Artwork auch, weil es einfach cool aussah. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich sah, das hat noch schwer Rasenmähen auf dem Campingplatz, wenn ich mir die erste Kiss-Kassette kaufen konnte. Also da hat man das auch nur nach Cover gekauft. Ja, ja, das war immer, wie gesagt, also fand ich zumindest sehr geil. Und dann kam nachher so zum Beispiel die Motorhead, habe ich in Griechenland im Urlaub gesehen, irgendwie in so einem Plattenladen. Habe die auch wirklich nur blind nach Cover gekauft, weil ich den Schädel cool fand. Und so kam das alles so eins zum anderen. Maiden natürlich auch irgendwie, habe ich auf der Klassenreise in England irgendwas gesehen. Und also früher hat man wirklich massiv noch nach Cover gekauft, konnte man allerdings auch noch, weil meistens waren die Platten noch gut. Das ist heutzutage nicht mehr zwingend der Fall. Ja, das stimmt. Aber dann hat sich ja dann doch schon so eine eigene Subkultur, so eine eigene Welt geschaffen, also ich sage so eine eigene Fantasiewelt, sage ich mal, weil sich eben immer mehr Artworks und so auf dieselbe Welt so ein bisschen auch beziehen. Genau, du musst ja mal sehen, wie gesagt, das ist ja, wenn du jetzt in die 80er oder sogar noch in die 70er zurückgehst, gab es ja einfach nicht so viel wie heute. Also da hat man sich auch noch mehr damit beschäftigt. Also ich weiß nicht, wenn man früher sich eine neue Platte gekauft hat und dann schön mit Clubcover oder sowas auch noch, da hast du wirklich auch noch mal stundenlang das Cover die angeguckt und Details und hier noch mal was und da noch mal was. Also das ist ja heutzutage schon leider in der Zeit der CD natürlich auch ein bisschen in den Hintergrund getreten, Bilder ausgedrückt. Aber immer wichtig bei Metal, Gewalt. Blut, genau, selbstverständlich. Kettensägen auch gern genommen. Warum eigentlich? Ja gut, passt. Ganz genau, das ist jetzt Thrash Metal halt. Torment, so die deutsche Antwort auf Motorhead. Und ist natürlich von der Mucke her eher Richtung Slayer, Motorhead auf 45, also schon ein bisschen mehr auf der Omme. Da wird ja auch jetzt gerne gemerkt, also gerade Jack Black und so ist ja jemand, so ein Verfechter der frühen, sag ich mal, Heavy-Metal-Sachen und der neuen eben nicht mehr so, weil es ist ja alles Kommerz geworden und Co. Was war so die goldene Zeit, die Blütezeit des Heavy-Metal so? Es waren ja nur ein paar Jahre eigentlich. Wollte ich ja sagen, also richtig, richtig klassisch war einfach tatsächlich so, was habe ich, 79 habe ich Black Sabbath mit Ozzy gesehen noch so, das waren so alle meine ersten Konzerte, Never Say Die Tour, dann Motorhead in der Markthalle hier in Hamburg, das war natürlich auch ganz lustig. Und dann ging das auch schon los, dann kamen so diese Tourneen, dass AC/DC zum Beispiel dann kam mit Bon Scott noch, irgendwie Highway to Hell Tour, Vorprogramm war dann Judas Priest, da hat man dann wieder Judas Priest kennengelernt, dann waren Kiss da, irgendwie Dynasty Tour, ist dann, na gut, die haben sie abgesagt, war es dann Unmasked Tour nachher, da waren dann irgendwie Iron Maiden im Vorprogramm und so hat man dann so darüber immer die Vorband dann wieder kennengelernt und so, das war, wie du schon sagst, vielleicht so ein, zwei Jahre, wo es dann so richtig explodiert ist und man wirklich ständig irgendwie neue Sachen hatte. Ja, und gut, dann kam Saxon, gab ja reichlich Bands, aber irgendwann fing es dann eben an, zu viel zu werden und dann war so ein Overkill. Und dann sind in Amerika speziell auch so Bands wie Priest und natürlich alle in diese Schwuchtelphase abgedriftet. Ja, heute gibt es ja, ich meine, da gibt es dann irgendwelche Hip-Hop-Einflüsse und Sachen, genau, wo man sagt, oh, das hat so gar nichts mehr damit zu tun. Da bluten einem so ein bisschen auch Augen als Fan. Schwer, ja. Okay. Was haben wir? Die Kneipenterroristen. Genau, meine deutsche Band. Wie genau. Sind die denn da reingekommen? Tja, ist aber auch ein schönes Artwork. Ich dachte, ich baue das immer rein. Nee, kann man nicht. Also Chrombrüste? Nee, ist kein Chrom. Ist nur ja, wir haben immerhin auch Gut und Böse. Also, es ist alles wieder da. Und endlich Thema. Auch mal ein bisschen Bier da drin. Totenköpfe, Flammen, was wollen wir mehr? Stimmt, Bier fehlt tatsächlich so ein bisschen. Das gab es dann eher bei den Auftritten, aber so auf den Covern. Ist im Spiel sehr präsent. So, da gibt es den heiligen Bierbaum. Ja, also ist wirklich. Sehr guten Scheiß, aber hier tatsächlich auch. Ja, das haben tatsächlich, wenn aber auch wirklich nur deutsche Bands gehuldigt. Also so wie Tankard oder so, die haben ja auch ganze Alben nur übers Saufen gemacht. Wir Deutschen sind einfach ein bisschen trinkfester. Genau, aber Amis mögen's. Hammerfall, da hast du mir gesagt, das ist so eher so eine kleinere Ecke. Ist jetzt schon auch ein bisschen bekannter, aber es ist jetzt natürlich auch eine Band der neuen Generation, sagen wir mal so wie Iced Earth oder so. Aber vom Artwork her und so natürlich auch wirklich klassisch. Auch die Musik ist sieht für mich jetzt auch eher wie Oldschool Heavy Metal. Genau. Ding aus. Also genau. Es ist auch, wenn du sie live anguckst, irgendwie von der Show her, haben sie dann auch diesen Typen hier, der kommt dann auch mit seinem Hammer raus. Und das ist natürlich also wirklich alles sehr angelehnt an den 80er Metal. Ne? Also sowohl von der Live-Show als auch von der Musik und vom Artwork. Und so. Also das wäre so die neue Generation des Oldschool-Metal. Die das alte Ehren und nicht irgendwie durch Hip-Hop. Da gibt es natürlich inzwischen auch wieder viele Bands, also Storm Warrior und so. Es gibt also reichlich Bands, die jetzt wieder anfangen, eigentlich so den Spirit wieder aufzunehmen, der 80er. Ne? Okay. Weil, wie ich schon sagte, weil die einfach keinen Bock mehr haben auf diese ganzen Hip-Hop-Einflüsse und sonstiges so.
Ich kann damit auch nichts anfangen. Jetzt habe ich hier noch was. Genau, das machst du ein richtig oldschooliges. Das genau, ist nämlich Clubcover, das gab es ja früher auch gerne mal und öfters. Weil ich das ganze Artwork macht dann natürlich auch irgendwie. Oh, das macht viel mehr her. Genau, man kann sagen, das gibt natürlich dann so ein Gesamtbild hier irgendwie. Und Demon ist halt auch eigentlich alte englische Schule, New Wave und Heavy Metal. Das war so das, eigentlich ja, wo. Also noch ein Vorläufer packe ich schon Iron Maiden eigentlich fast und so. Also das waren so die Anfänge des europäischen Metals eigentlich. Ne? Ja, aber es ist echt auch immer, man sieht schon immer irgendwie, also so Höllen-Settings, dann irgendwie Knochen und generell so Skelette sind immer ganz toll. Obwohl das viele eben einfach immer gerne. Also ja, Waffen. Ja, es ist aber auch nicht mal, wenn man Hintergrund, ich gucke es meist auch ein bisschen, das sind ja oft Endzeit-Szenarien und wenn man dann die Texte dazu nimmt, oder das sind ja oft auch Konzeptalben, es ist ja auch nicht unkritisch. Also es geht ja dann schon auch eigentlich um ja, irgendwie Aufrüstung oder Atomkrieg oder sonstiges. Also die Artworks sehen manchmal martialischer aus als. Ja, man feiert also, das vielleicht nicht zwingend. Wollte ich ja sagen, es ist oft dann tatsächlich doch kritisch gemeint, obwohl es auf den ersten Blick natürlich erstmal so aussieht, als ob die Band einfach irgendwie, ja gut, möchte sie vielleicht ja auch, klar, will ja Platten verkaufen. Aber ja, das steht ja an erster Stelle. So wie die hier zum Beispiel, das ist natürlich, ist super, genau. Weil da genau. Exakt sowas gibt es im Spiel, es gibt diese Knochenböden, komplett aus Böden, es gibt eine Menge Frauen, die heiß sind, die auch problemlos alles um sich herum niedermetzeln und es gibt so eine Art Motorrad. Im Spiel sind das so, ja, also es exakt das eigentlich. Also unscheinbar. Das kommt schon. Ist jetzt sehr auch nah. Relativ ein neues Album noch von einer deutschen Band irgendwie. Ja. Und ja, das ist eigentlich ganz witzig. Wir haben ein bisschen vom Konzept her, eine Seite ist eher Death Metal, eine ist eher Metal. Deswegen haben sie es auch vom Artwork ist es dann so ein bisschen so angelehnt, dass das halt so ein bisschen rock'n'rolliger ist hier. Ja, das würde Jack Black jetzt wahrscheinlich und nicht gefallen. Das ist eher oldschool. Obwohl die machen so recht stampfenden Death Metal halt, ne? So Six Feet Under Style. Aber deswegen Rockers and War, also das ist dann die War-Seite und das ist die Rockers-Seite hier. Na gut. Aber gut. Der Versuch, beide zu versöhnen sozusagen. Es hat eigentlich damit angefangen, dass Six Feet Under haben ja mal irgendwie ein komplettes AC/DC-Album gecovert und das hat dann noch so ein paar Death-Metal-Bands irgendwie beeinflusst, auch so in diese Richtung zu gehen, dann dieses etwas stampfendere halt. Was ist jetzt Death Angel? Death Angel. Da sehe ich was mich auch wieder an Spiel erinnert, also gerade zu dieser Flügel-Thematik, man kriegt im Spiel auch Flügel und die sehen auch ähnlich aus, nur ein bisschen böser. Dadurch kam ich jetzt drauf, aber was ist jetzt Death Angel so für eine Death für eine Angel, die Band, alt? Ja, eigentlich eine ältere Band, hatten sich aber, also war auch eine der Mitbegründer, würde ich jetzt nicht sagen, aber eine der ersten Speed-Metal-Bands eigentlich aus Amerika, also Bay Area, und haben sich aber irgendwann aufgelöst, weil es war eine Zeit lang recht erfolgreich, die Musikrichtung, dann ging es ein bisschen bergab und ein paar Bands so wie Metallica oder so haben sich richtig durchgestartet, andere sind so ein bisschen hinten übergefallen und Death Angel war eine davon. Und war aber sehr jung, als sie angefangen haben. Ich glaube, wir waren 16 oder so. Da gab es diese Zeit noch Probleme. Da durften die in der Markthalle nur bis 10 spielen, weil der Schlagzeuger noch keine 16 war. Der so ein Quatsch. Aber die haben sie halt irgendwann aufgelöst. Aber wie gesagt, noch recht jung waren, haben sie sich eigentlich jetzt wieder reformiert und sind trotzdem noch ganz gut im Saft, weil sie gesagt eben. Ja, und auch hier wieder so das typische. Genau, das ist aber auf jeden Fall jetzt so ein bisschen. So genau. Tsunami, was auch immer das sein soll. Sieht aus wie eine Riesenwelle. Ja, oder so. Ich tippe mal Deutschland, aber es ist ein Live-Album aus Deutschland. Wahrscheinlich haben sie irgendeine deutsche Stadt zerbombt. Also im Heavy Metal brennt einfach gerne und viel. Auf jeden Fall, klar. Wir haben noch was. Wir haben noch genau. Und zwar gibt es ja auch Gaststars in Brutal Legend. Einer davon ist Ozzy Osbourne. Im Spiel bringt er einem quasi, ja, also der ist so, also schon auch der Prince of Darkness und so und taucht auf aus so einem Flammenmeer und meint hier, und willst du für deinen Wagen neue Waffen und gibt ihm eine neue Streitaxt. Also der ist so der Typ, der quasi einem ja so auf dem Weg hilft und da kann man so quasi der Händler sozusagen. Also wie im wahren Leben, ja. Ja. Bringt ja auch die meisten Kids zum Metal, zumindest in Amerika, also ich denke. Das hat mal einen gewaltigen Push gegeben, da die Osbournes in Amerika. Ja, also, das stimmt. Das ist, glaube ich, so eine extreme Welle losgetreten da. Mich hat gewundert, er hat tatsächlich, also seine Synchroaufnahmen, der klingt da klarer als bei den Osbournes. Also so, wo er wirklich eher so halb schläft bei jedem Satz. Weiß auch nicht. Ich war überrascht. Also ich glaube, der kann bewusst unter Drogen gesetzt haben, ja. Nee, er ist eigentlich auch, ich habe ihn sogar mal getroffen und eigentlich geht's. Also, ist klar, ist ein bisschen langsam so, also, aber ich meine, wenn man sich so viel durch die Nase und sonst wo reingejagt hat, irgendwie dann, das muss ja irgendwann mal Folgen haben. Ja, genau. Aber gut, also aber es ist sehr sympathischer Kerl. Wollte ich sagen, ist auf jeden Fall sehr nett. Kaum, aber, sind eigentlich die meisten. Also wenn jetzt Ozzy, wenn wir gleich zu unserem anderen Kollegen kommen, zum Beispiel Lemmy, alles super nette, erdige Typen eigentlich so. Also überhaupt keine Rockstar-Spinner oder so. Ja, das ist echt. Also Lemmy ist natürlich klar, Lemmy so der, Ozzy und der Godfather. Genau, er war, das weiß ich noch, war bei Motorhead. Ja, ist er immer noch. Ist immer noch? Ich dachte, er hätte irgendwie... Er ist Motorhead, ne? Also okay, aber es ist schon eigentlich die Zentralfigur. So ja, klar, logisch. Angefangen hat er bei Hawkwind halt. Das ist eigentlich also mal als Roadie bei Jimi Hendrix ganz am Anfang, dann bei Hawkwind und dann hat er halt Motorhead gegründet. Und das macht er nun schon seit über 30 Jahren irgendwie. Dann war schon 65, der gute Mann. Wurde er... Ja, auf 65 schon. Ja, eigentlich könnte er in Rente, aber... Ja, das geht ja nicht. Will aber, glaube ich, nicht.
Ja, also Ikonen des Ganzen, so, da ist halt Ozzy, da ist Lemmy, ja. was gibt es noch so, oder sind das die beiden so, also jetzt von Einzelcharakteren so, die man sagen würde, Ja. Leute, die vielleicht im Spiel fehlen. Gut, du hast natürlich dann kannst du so Leute wie Rob Halford von Judas Priest. Ist natürlich auch eine Stilikone, wie gesagt, durch dieses extreme Leder-Nieten-Outfit. Aber ich denke halt schon, also Ozzy und Die Lemmy. Kiss-Leute natürlich, Kiss sind ja natürlich, auch, was klar. Kommerz angeht, Kiss ist eigentlich ja, ganz wollte ich gut. sagen, so, wenn du jetzt eine Kunstfigur nimmst, auch, also was Merchandise angeht, also gibt ja vom Kiss nichts, was es nicht gibt, denke ich mal. Tatsächlich, ja. Also Allein du könnte auch hast schon hier, zu glaube Hause ich, anbauen. Ja, ich habe Tausende zu Hause sieht es noch von schlimmer aus bei Merchandise. mir. Ja, aber deswegen, gut, da hast du so Leute wie Angus Young zum Beispiel jetzt von AC/DC, der natürlich dann auch so durch seine Show. AC/DC kommt Der gar alte nicht vor. Sänger halt, Bon Scott. Eine geile Band auf jeden Fall, aber ist natürlich auch schon ein bisschen mainstreamiger. Ne? Also AC/DC kennt dann einfach jeder. Ja, also wirklich jeder, Also. genau. Ist mehr so Pop eigentlich schon Also. fast. Sag mal, apropos Pop, weil Jack Black ist das ja im Grunde auch. Ja. Ist halt Mainstream und alles. Obwohl, Tenacious D ist eigentlich, was ich. Sehr coole Band. Ja, Also. ich liebe Tenacious D Wollte auf jeden Fall. gerade Der Film ist sagen. auch super. Pierce Ja. Destiny, alles so. Ich überlege nur, wird, also für jemand, der wirklich, jetzt du hast ja auch eine eigene Band und alles, du spielst ja auch jemand, der wirklich Heavy Metal in dem Sinne lebt. Ja. Wie wirkt einer wie Jack Black auf dich? Ist das dann wirklich einer, der auch richtig, richtig Bock auf all das hat? Oder ist das einfach nur seine Masche? Wie schätzt man den so ein? Weil ich habe das Gefühl, er ist schon sehr dabei. Ich wollte gerade Also. sagen, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber also ich denke, so wie er rüberkommt, kommt er eigentlich sehr ehrlich rüber so und hat, glaube ich, einfach Spaß dabei. Also ich denke, sonst hätte er, man sieht ja auch diese ganzen Feinheiten, die überall drin sind, egal ob du die Filme nimmst oder die Platten oder so. Es ist ja immer irgendwie sehr ins Detail und ich glaube, das würde niemand machen, der nicht wirklich mit Herz. Blut dabei ist. Ähnlich wie, was ich, Quentin Tarantino, wenn du die Filme anguckst. Also, da Ja. merkst du aber, das sind so Leute, die würden dafür sterben. So, ne? Also ich denke schon, dass er das wirklich auch geil findet und dass er auch Bock drauf hat. Also ich denke, er ist ein netter Typ auch. So, Ja. so kommt das mir so rüber. Apropos, ne, natürlich auch generell in der Musik, ich meine, das ist ja, wird ja alles nicht so ernst genommen. Das ist jetzt nicht wirklich Hardcore und irgendwie hinter der Bühne werden junge Frauen geschlachtet, sondern das ist ja schon Selten. eher manchmal, okay, früher vielleicht. Also es ist ja schon alles so, auf so ein bisschen mit so Selbstironie und so ein Ja, bisschen, klar. man nimmt sich ja so ein bisschen selbst auf den Arm so in der Musikrichtung. Auf Oder jeden sehe Fall, ich nee, das logisch. falsch? Das ist ja auch, ich meine, ich mache es nur, was ich, mit meiner Band Torment seit 25 Jahren irgendwie und wir haben noch nie irgendwie auch Probleme groß gehabt mit dem Publikum oder so. Du hast eigentlich wirklich die lustigsten, pießigsten Partys eigentlich auf Metal-Konzerten. Ganz irgendwelche Festivals, wo die Leute eine Woche lang feiern, irgendwie da passiert nichts. Und dann parallel dazu, ja gut, wenn man mal auf so eine Hip-Hop-Veranstaltung geht oder so, nichts dagegen, aber es geht ja meist schon eher zur Sache. Also insofern, also eigentlich ist Metal tatsächlich ist nach außen hin, aber die Leute sind eigentlich total easy, ruhig, wollen feiern, sind ein bisschen lauter, aber lassen den Scheiß dann auch raus und Und dann ist gut. ja, wollte ich sagen, es gibt eigentlich, also die Leute kommen auch klar. Du kannst auch, wenn du irgendwo triffst auf der Welt jemanden, der das entsprechende Shirt anhat oder so, man kommt ins Gespräch, trinkt ein Bier und das ist tatsächlich so eine große Familie. Ne? Das ist schon sehr locker auf jeden Fall, Also super, gibt schon so viel. Eine Frage noch vielleicht, ja. Ja, klar. kommt im Spiel sehr häufig vor, ist auch ein Move. Was heißt Moshpit? Wofür steht das? Moshpit, ja, hast du, wenn du vor der Bühne, die Leute, das ist ja praktisch eine Abwandlung, eigentlich, würde man sagen, früher hätte man Pogo gesagt. Inzwischen hast du ja, gut, das geht dann immer so im Kreis rum und man springt sich ein bisschen an Einfach oder gibt gegenseitiges. es tausend, gibt ja Wall of Death, wo die Leute da wirklich aufeinander zurennen und Das sich habe ich gesehen. anspringen. Also ein Quatsch, da gibt es ja inzwischen tausend Abwandlungen. Also dieser klassische Pit ist eigentlich, wie gesagt, tatsächlich dieses im Kreis rennen vor der Bühne dann. Aber ist eigentlich, würde ich sagen, eigentlich alles Abwandlung vom klassischen Pogo-Tanzen so, ne? Also Okay. Punk und Metal, wie gesagt, gehen für mich ja auch immer recht zusammen. Das ist ja eigentlich. Am Anfang mochte man sich ja nicht so ganz so gern. Ich habe es auch nicht immer parallel gehört. Aber inzwischen ist das tatsächlich ja zusammengewachsen und denke, das gehört eigentlich auch zusammen. Ja, Weil, der poppige Feind ist ja auch immer größer und gefährlicher wollte ich ja geworden. Man muss sich sagen, ja das, was zusammenschließen. heutzutage dann so der Punk läuft, ist ja dann auch nicht mehr so das Gelbe. Also deswegen, ich denke so. Du hattest auch schon eine Frage noch. Du hattest gesagt, du bist jetzt auch nicht so mit den neuen Sachen Heavy Metal-mäßig, kennst du dich auch nicht so gut aus. Auskennen schon jetzt, aber ich würde es Aber du privat hörst es nicht. nicht. Einiges schon, also wenn es wirklich gut gemacht ist. Es gibt auch gute neue Bands, aber viel wirkt einfach aufgesetzt und künstlich. Und wie gesagt, manche Sachen, finde ich, gehören dann auch einfach nicht zusammen. Also wie gesagt, zum Beispiel eben so extrem Hip-Hop und Metal, das ist ja alles schön und gut, aber also Body Count wäre da schon so die Spitze des Eisbergs, was ich noch ganz lustig finde. Aber da gibt es eben auch Sachen, einfach das so Limp Bizkit oder so, das ist einfach nicht mehr meine Welt. Blasphemie, kann man also kann man nicht Ja, wie machen. gesagt, sicherlich alles seine Berechtigung, aber meins ist es nicht. Okay.